Hallo und willkommen zum Funke Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Genau, also wir stehen in der Tradition von Lenin und Trotzki und ihrer Partei, der Bolschewiki. Das hat hier hoffentlich inzwischen jeder schon verstanden. Und wir sehen eben in der russischen Oktoberrevolution 1917, die von dieser Partei angeführt wurde, das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte, weil diese Revolution eben bewiesen hat, hat Alistair Willi vorher schon gesagt, dass die Arbeiterklasse in der Lage ist, die politische Macht zu übernehmen, das kapitalistische System zu stürzen und eine sozialistische Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung aufzubauen. Aber, wie man weiß, diese Revolution ist gescheitert. Im Jahr 1917 war Russland der demokratischste und freieste Staat der Welt. Spätestens 1924 war von dieser Demokratie nichts mehr übrig. Die Sowjetunion wurde zu einem autoritären Einparteienregime. In den 30er Jahren hat die sowjetische Regierung unter Josef Stalin Hunderttausende Kommunisten und Hunderttausende andere Leute ermordet. Und seitdem haben die Gegner des Bolschewismus eben nicht aufgehört, Bolschewismus und Stalinismus gleichzusetzen. So, die Bürgerlichen sagen, wenn die Arbeiterklasse den Kapitalismus stürzt, ist das Ergebnis Stalin. Und die Anhänger des Stalinismus behaupten das gleich mit umgekehrtem Vorzeichen. So, als ob es gut und richtig wäre, ein Einparteienregime aufzubauen, um politische Gegner zu ermorden. Als ob es gut und richtig gewesen wäre, die Berliner Mauer zu bauen und sich in einem Ostblock zu verschanzen, anstatt die Weltrevolution zu organisieren und so weiter. Also als ob man darin ein Modell des Sozialismus hätte, dem man irgendwie nachfolgen kann. Aber das ist beides mal die gleiche Lüge, weil beide leugnen einfach nur die Tatsache, dass der Stalinismus nur an die Macht kommen konnte, indem er den Bolschewismus als politische Tradition nahezu zerstört hat. Sie leugnen die Tatsache, dass der Stalinismus in jeder Hinsicht ein totaler Bruch mit den Ideen und der Politik der Bolschewiki war, dass Stalin und seine Clique mit dem Marxismus komplett gebrochen haben und dass eben zehntausende russische Bolschewiki ihren Widerstand gegen den Stalinismus mit dem Leben bezahlen mussten. Und um eben dieser Lüge auf den Grund zu gehen, muss man natürlich mit der Geschichte anfangen. So. Und die Geschichte fängt an im Oktober 1917. Was ist im Oktober 1917 passiert? Der Erste Weltkrieg war seit 3 Jahren am Wüten und 1917 hat ein Prozess begonnen, wo die Frontsoldaten und Arbeiter aller Länder, die am Krieg beteiligt waren, gesagt haben, wir machen da nicht mehr mit, wir gehen jetzt nach Hause und wir stürzen die Leute, die uns in dieses Massaker hineingetrieben haben. Die russischen Arbeiter und Soldaten haben den Anfang gemacht, aber es war ein internationaler Prozess, das ist extrem wichtig zu verstehen. Aber nur in Russland hat die Arbeiterklasse es eben geschafft, diesen Prozess so weit zu treiben, dass sie dadurch die politische Macht ergreifen und auch behalten kann. Und warum? Weil es nur in Russland eine bolschewistische Organisation gab, die in der Lage, eine korrekte Politik zu machen und die Manöver der Bürgerlichen und der Reformisten irgendwie zu besiegen. Und es ist wichtig zu verstehen, auf welche Weise diese Machtübernahme irgendwie vor sich gegangen ist, weil sowohl die Stalinisten als auch die Bürgerlichen sagen hier irgendwie wieder, also im Grunde genommen ist es wirklich die gleiche Lüge. So, die Bürgerlichen sagen so, ja, der Psychopath Lenin hat irgendwie einen Putsch organisiert gegen die demokratische Regierung in Russland. Und auch die Stalinisten stellen es irgendwie so dar, als ob einfach die russische Bevölkerung plötzlich beschlossen hätte, Lenin zum Diktator zu machen. Und das ist halt, das könnte nicht weiter entfernt sein von der Wirklichkeit. Weil wie ist es wirklich abgelaufen? Im Februar 1917 haben die Arbeiter, Soldaten und Bauern in Russland schon angefangen, sich in Räten zu organisieren und über diese Räte selbstständig das öffentliche Leben zu verwalten. Und es ist eben gar nicht so, als ob die Bolschewiki einen linearen Marsch zur Macht irgendwie durchgeführt hätten über diese Räte, sondern in diesen Räten gab es heftige politische Auseinandersetzungen zwischen den Bolschewiki und verschiedenen reformistischen Parteien, Menschewiki und Sozialrevolutionäre. Und die Bolschewiki mussten bis September 1917 einen harten Kampf drum führen, dass sie in diesen Sowjets die Mehrheit kriegen und die Vorherrschaft der Reformisten brechen. Im Oktober 1917 war es jetzt jedenfalls gerade so weit, dass Delegierte aller russischen Sowjets beschlossen haben, eine Sowjetregierung zu bilden und die bürgerliche Regierung für abgesetzt zu erklären. Habe ich jetzt übersprungen, Sowjet ist das russische Wort für Rat. Genau, und diese Räte gab es eben nicht nur in Russland, sondern überall in Europa, vor allem in Deutschland, Österreich und Ungarn. In Deutschland waren zeitweise 200 Städte unter der Kontrolle von Arbeiterräten. In Ungarn hat sich 1919 ebenfalls eine Räterepublik gegründet. So.
Aber überall ging es eben um den gleichen politischen Kampf, so um die politische Auseinandersetzung zwischen Reformisten und Revolutionären. Nur in Russland ging das zugunsten der Revolutionäre aus. Aber sie haben sich nie, wie später von den Stalinisten behauptet wurde, auf dieser russischen Position irgendwie ausgeruht, sondern sie haben 1919 die Kommunistische Internationale gegründet, mit dem Ziel, dass es in jedem Land kommunistische Massenparteien gibt, die die reformistischen Parteien herausfordern und ihnen die Führung der Arbeiterklasse halt streitig machen. So. Also sie haben verstanden, dass es irgendwie für den Erfolg ihres revolutionären Prozesses absolut elementar ist, dass überall auf der Welt dieser revolutionäre Prozess halt weitergeführt wird und zum Sieg kommt. So. Also wenn man sich das anschaut in den Schriften von Lenin bis zu seinem Tod, ist er eigentlich immer von der Überzeugung geprägt, dass die Weltrevolution im Gange ist, halt in Russland angefangen hat, aber nur überleben kann, wenn sie sich irgendwie auf die anderen entwickelten Länder ausbreitet. Also vor allem halt Deutschland war irgendwie im Fokus, aber keine Ahnung, England wäre irgendwie relativ bald danach gekommen und so weiter. Also Lenin und die Bolschewiki haben bis zu Lenins Tod ihre Revolution niemals als nationales russisches Projekt verstanden. So. Aber das sollte sich im Stalinismus dann sehr schnell ändern. Gut. Und wodurch kam das, dass sich das geändert hat? So, es gibt so ein Zitat von Marx aus der deutschen Ideologie. Und da schreibt er, die Entwicklung der Produktivkräfte ist deswegen eine absolut notwendige praktische Voraussetzung des Kommunismus, weil ohne sie nur der Mangel verallgemeinert, also mit der Notdurft heißt einfach Armut, also mit der Armut der alte Streit um das Notwendige wieder und die ganze alte Scheiße sich herstellen müsste. Okay, ein bisschen komisches Wortspiel. Egal. Also er sagt halt im Grunde genommen, die Entwicklung der Produktivkräfte, also die Entwicklung der Technologie, der Industrie, ist eine absolut notwendige Voraussetzung des Kommunismus, weil wenn man das nicht hat, wenn man keine Industrie und Technologie hat, dann kann man nur den Mangel verallgemeinern, dann kann man nur die Armut verallgemeinern, dann ist es unumgänglich, dass der Streit um das Notwendige, um das Brot, um den Wohnraum, um die medizinische Versorgung sich wiederherstellt. Und so war es in Russland. Wir haben es gesagt, Russland blieb irgendwie isoliert und Russland war nicht einfach irgendein isoliertes Land, sondern Russland war das rückständigste europäische Land. Russland war ein Land, wo 80% der Bevölkerung Bauern waren, wo 90% der Bevölkerung Analphabeten waren, die nicht lesen und schreiben konnten. Wo, keine Ahnung, wo die Menschen einfach mit 14 angefangen haben, in der Fabrik zu arbeiten, wenn sie da gearbeitet haben und dort dann 14-Stunden-Schichten gemacht haben und nicht in der Lage gekommen sind, sich irgendwie das Kulturniveau zu erarbeiten, das man braucht, um wirklich die politische Macht halt irgendwie auszuüben. Und es gab halt irgendwie nichts zu essen. So. Also es gab nicht nur irgendwie 4 Jahre Weltkrieg, die dieses Land irgendwie zugrunde gerichtet haben, sondern auf die 4 Jahre Weltkrieg sind direkt 4 Jahre Bürgerkrieg gefolgt, wo eben Armeen aus 14 verschiedenen Ländern in Russland einmarschiert sind, um die Sowjetmacht zu stürzen. Und die Armut hat halt von Anfang an die Bolschewiki zu extremen Zugeständnissen gezwungen. Schon im Bürgerkrieg selber war es irgendwie so, dass die Bolschewiki gemerkt haben, sie können den auf ihre eigenen Kräfte gestützt nicht gewinnen. So. Deswegen waren sie gezwungen, 50.000 Generäle aus der alten zaristischen Armee, aus der alten russischen Armee, in die Rote Armee reinzuholen. Jeder von diesen Generälen hat irgendwie einen Politkommissar zugeteilt gekriegt. Das war ein Bolschewik, der mit dem Maschinengewehr hinter ihm gestanden ist und geschaut hat, dass er irgendwie keine konterrevolutionären Machenschaften treibt oder so. Aber sie waren auf diese Leute angewiesen und nicht nur im Militär, sondern auch in der Ökonomie. In den Fabriken war es genauso. Sie wussten nicht, wie man irgendwie die Produktionsprozesse organisieren muss. Sie wussten nicht, wie man BWL macht, wie man Rechnungswesen macht und so weiter. Sie wussten nicht, wie man Lieferketten organisiert oder so. Sie haben einfach bürgerliche Spezialisten gebraucht, um dieses Land irgendwie wieder aufzubauen. Das war schon während des Bürgerkriegs. Schon während des Bürgerkriegs waren sie gezwungen, aus der Not heraus die Machtpositionen im Staat sozusagen freizugeben für laute Leute, die überhaupt kein Interesse am Sozialismus hatten. So. Aber mit dem Ende des Bürgerkriegs wurde das nicht besser, sondern schlimmer. Genau, komme ich gleich noch drauf. Aber schon während des Bürgerkriegs ist Lenin irgendwie klar geworden, indem er diese ganzen Leute irgendwie in die Armee und in die Partei reinholt, ergibt sich eine extreme Gefahr so. Also auf dem 10. Parteitag hat Lenin zum Beispiel gesagt,
Zweifellos ist das bürokratische Geschwür vorhanden. Es ist erkannt und man muss einen wirklichen Kampf dagegen führen. Es ist notwendig, dass wir begreifen, dass der Kampf gegen den Bürokratismus ein absolut notwendiger Kampf ist und dass er ebenso kompliziert ist wie die Aufgabe des Kampfes gegen das kleinbürgerliche Element. Der Bürokratismus ist in unserer Staatsordnung so sehr zum wunden Punkt geworden, dass in unserem Parteiprogramm von ihm die Rede ist. Und zwar deshalb, weil er mit diesem kleinbürgerlichen Element und seiner Zersplitterung zusammenhängt. Und das ist irgendwie jetzt interessant. Was ist dieses kleinbürgerliche Element? Einmal haben wir jetzt halt irgendwie gesagt, es gibt diese alten Spezialisten, diese zaristischen Generäle, aber es gibt noch ein viel größeres Problem, nämlich ein soziales Problem. Nämlich das Problem, dass eben 80% der Menschen in Russland halt Bauern sind. Und keine Ahnung, die Bauern haben durch die Oktoberrevolution das Land bekommen, so, aber das hat sie nicht irgendwie zu Verbündeten des Sozialismus gemacht, so, sondern das hat sie halt zu selbstständig wirtschaftenden Businessmännern gemacht, die halt irgendwie gar nicht das Interesse haben, irgendwie das Privateigentum aufzuheben und irgendwie eine Planwirtschaft aufzubauen, sondern halt das Interesse haben, mit ihren landwirtschaftlichen Erzeugnissen Geld zu verdienen, ihr Privatbusiness auszubauen und ihrem Sohn einen größeren Hof zu vererben, als sie selber mal von ihrem eigenen Vater geerbt haben. So. Das heißt, in den sozialen Verhältnissen, die in Russland geherrscht haben und in die die Bolschewiki sozusagen eingesperrt waren wegen der Isolation der Revolution, war es fundamental unmöglich, dass ein Regime, das irgendwie auf die Abschaffung des Privateigentums orientiert, halt ein demokratisches Regime ist. So, weil der Mehrheitswille wäre das einfach nicht gewesen. So. Das heißt, die Sowjetmacht war, also ich habe das Zitat jetzt nicht aufgeschrieben, aber an einer Stelle sagt Lenin, dass die Sowjetmacht in diesem kleinbürgerlichen See ertrinken muss wie eine Fliege in der Milch. Und genau das ist dann eben tatsächlich passiert. Diese Leute sind über die Sowjets und über die Partei und über die Heranziehung von zaristischen Generälen und bürgerlichen Spezialisten in der Ökonomie von allen Seiten auf die Machtpositionen irgendwie zugeströmt und haben sie unter Druck gesetzt und irgendwie das Programm der Partei halt irgendwie verwässert. So. Und der Lenin hat ein bisschen später, im April 1922, irgendwie sich an Genossen beschwert in einem Brief. Und er hat gesagt, sowohl unten in den einzelnen Orten als auch oben in den Spitzen kämpfen mächtige Tendenzen dagegen, dass die örtlichen Erfahrungen wahrheitsgetreu bekannt gegeben und wahrheitsgemäß beurteilt werden. Man fürchtet sich, anderen Einblick zu gewähren. Man fürchtet die nackte Wahrheit und erwehrt sich ihrer, indem man eine ungefähre Ansicht äußert. Das heißt, einfach Gemeinplätze verzapft, wie Genosse Trotzki treffend bemerkte. So, das heißt, Lenin merkt, es gibt einfach überall in den Dörfern und Städten Leute, die sich irgendwie weigern, offen und ehrlich mit dem Zentrum zusammenarbeiten, sondern offensichtlich was zu verschweigen haben, offensichtlich irgendwie ihr eigenes Süppchen kochen. Und was war dieses Süppchen, was sie gekocht haben? Es war halt einfach die unausweichlichen ökonomischen Folgen von der Armut. Es war die Tatsache, dass irgendwie geschmuggelt wurde, dass es irgendwie illegale Privatbetriebe gab, dass irgendwie Bauern irgendwie Korn gehortet haben und irgendwie auf dem Schwarzmarkt verkauft haben. So, die Partei konnte noch so oft sagen, man darf das nicht zulassen, man muss dagegen vorgehen, aber solange die Armut eben verallgemeinert war, war es nicht möglich, dagegen vorzugehen und Korruption und Lüge waren das unausweichliche Ergebnis davon. So, ein Lenin-Zitat lese ich noch vor, das war später, 1922, am 11. Parteitag, da hat er gesagt, man nehme doch Moskau, die 4.700 verantwortlichen Kommunisten und dazu dieses bürokratische Ungetüm, diesen Haufen von Tausenden und Zehntausenden aller möglichen Bourgeois oder Sowjetangestellten. Wer leitet da und wer wird geleitet? Ich bezweifle sehr, ob man sagen könnte, dass die Kommunisten diesen Haufen leiten. Und die Wahrheit zu sagen, nicht sie leiten, sondern sie werden geleitet. Die Kommunisten, die an die Spitze von Institutionen treten. Und damit meint er halt Ministerien oder alle möglichen Ämter oder halt, wie gesagt, so Sowjetbehörden, so. Die Kommunisten, die an die Spitze von Institutionen treten und manchmal werden sie absichtlich von Saboteuren, die sich ein Aushängeschild verschaffen wollen, geschickt vorgeschoben. Die Kommunisten erweisen sich als die Übertölpelten. Genau, aber Lenin konnte das halt irgendwie kommentieren, aber er konnte schon nicht mehr dagegen vorgehen. Weil ab 1922 war es irgendwie so, dass Lenin zu krank geworden ist, um sich irgendwie am politischen Alltagsleben zu beteiligen. Er war Ende 22 eigentlich schon bettlägerig. Und die Bürokratie unter ihrem Führer Josef Stalin hat auch gezielt begonnen, ihn irgendwie vom politischen Leben auszuschließen. So. Und man muss sich irgendwie anschauen, was diese Leute gemacht haben, sobald irgendwie Lenin nicht mehr in der Lage war zu agieren. So. Ende 22 gab es die 12. Konferenz der
der Kommunistischen Partei Russlands. Nicht zu verwechseln mit einem Parteitag, aber ist egal. Es gab eben diese Konferenz und das war die erste Konferenz, wo Lenin nicht mehr hingehen konnte. So. Und auf dieser Konferenz haben diese Leute sofort irgendwie zugeschlagen. Sie haben irgendwie gesagt, es gibt irgendwie 15.000 zentrale Kader in der Partei und die müssen jetzt auf Kosten des Staates irgendwie unterstützt werden, hinsichtlich Wohnraum, hinsichtlich ärztlicher Hilfe, hinsichtlich Erziehung und Ausbildung der Kinder so. Also im ganzen Land herrscht grausamster Mangel an allem, was es gibt. Aber über ihre politische Macht gehen hier jetzt 15.000 Menschen hin und verschaffen sich einen privilegierten Zugang zu diesen knappen und hochbegehrten Gütern. So. Und das ist der Beginn von dem, was man als Degeneration des Arbeiterstaats halt irgendwie bezeichnet. So. Also die Bürokratie beginnt sich irgendwie selber zu spüren. Sie beginnt irgendwie zu merken, sie kann irgendwie diesen Staatsapparat missbrauchen, um in einer Zeit, wo niemand irgendwie genug zum Leben hat, für sich selber das Notwendige abzusichern. So. Und Josef Stalin kristallisiert sich sofort heraus irgendwie als Führer und Förderer dieser Bürokratie. So. Im gleichen Jahr 1922 ist Stalin Generalsekretär geworden der Partei. Und er hat sofort gecheckt, dass es in der gegebenen Situation für ihn persönlich, für seinen persönlichen Machterhalt, für die Stabilität seiner persönlichen Stellung in der Partei am vorteilhaftesten ist, sich dieser Bürokratisierungstendenz halt anzupassen und die Kommunistische Partei in die Kapitulation vor den klassenfeindlichen Elementen zu führen. So. Und auf der anderen Seite hat sich Leo Trotzki rauskristallisiert als Führungsfigur der Teile der Partei, die das eben nicht akzeptieren wollten. Und Lenin hat es irgendwie gemerkt. Er konnte nicht mehr daran partizipieren, so, aber er hat es, wie gesagt, beobachten können von seinem Sterbebett aus. Und Ende 23 war es auch so, dass er gesagt hat, er bereitet eine Bombe für Stalin vor. So, weil die politischen Auseinandersetzungen, um die es da konkret ging, da ging es irgendwie um zwei Sachen so. Einmal irgendwie um das Außenhandelsmonopol, was irgendwie entscheidend ist, wenn man irgendwie eine Planwirtschaft aufbauen will, dass man eben keinen privaten Businessleuten erlaubt, irgendwie selbstständig Handel mit dem Ausland irgendwie zu führen. Das Außenhandelsmonopol sollte abgeschafft werden und Stalin hat sich sehr dafür eingesetzt, dass das Außenhandelsmonopol abgeschafft wird. Und Lenin hat sich eben mit Trotzki zusammengetan, um das irgendwie zu verhindern. Und auf der anderen Seite die georgische Frage, wo halt eben die russische Sowjetrepublik in Wahrheit einen Eroberungskrieg in Georgien geführt hat und irgendwie gegen die georgischen Bolschewiki mit Gewalt vorgegangen ist, was halt irgendwie die alte Nationalunterdrückung aus dem Russischen Reich, ich kann nicht so im Detail drauf eingehen so, aber es hat eben die Nationalunterdrückung halt eben stabilisiert und verfestigt so. Und das waren eben so die zwei Punkte, die irgendwie Lenin checken haben lassen, dass dieser Stalin... Also er hat gesagt, dieser Koch wird nur scharfe Speisen zubereiten. Und das war irgendwie sehr diplomatisch ausgedrückt. Er hat einfach gecheckt, man muss irgendwie Stalin von der Macht entfernen, weil er nur reaktionäre Entscheidungen halt irgendwie trifft. Das hat er dann auch in sein Testament geschrieben. Leider hat es nichts gebracht. Gut, dann war Lenin also tot. Und dann ist diese Kapitulation vor den klassenfeindlichen Elementen, vor den Bauern, noch viel weiter gegangen. So. Also das hat schon unter Lenin angefangen, dass man gesagt hat, man macht die neue ökonomische Politik. Das heißt, damit die Bauern aufhören, konterrevolutionäre Aufstände zu machen und sich irgendwie zur Zusammenarbeit mit der Sowjetmacht bereit erklären, gestattet man ihnen eine selbstständige Wirtschaftstätigkeit. So, also man gestattet ihnen irgendwie, ihr Getreide auf dem Markt zu verkaufen und so weiter. Aber nach dem Tod von Lenin ist es extrem aus dem Ruder gelaufen. So, zum Beispiel hat man gleich im April 1925, Lenin ist 1924 gestorben, also ein Jahr später, hat man in der Landwirtschaft die Lohnarbeit legalisiert. So, das heißt irgendwie, das zentrale Element der proletarischen Revolution, oder, dass man die Chefs los wird, die einen ausbeuten, hat man da halt irgendwie wieder zurückgenommen und man hat es nicht mal als Problem gesehen, so, sondern sie haben gesagt, wir bauen jetzt den Sozialismus im Schneckentempo auf, die Bauern sollen sich ruhig bereichern, das ist irgendwie überhaupt kein Problem. Und das hat halt das Ergebnis, dass es immer mehr reiche Bauern gegeben hat, die immer mehr politischen Druck auf die Partei ausgeübt haben. So. Also sozusagen eine Abwärtsspirale bildet sich heraus. Und keine Ahnung, diese reichen Bauern hat man Kulaken genannt. Und dann gab es noch andere Geschöpfe dieser übertriebenen Form der neuen ökonomischen Politik. Das waren die sogenannten Nep-Männer. Nep ist die Abkürzung von neuer ökonomischer Politik auf Russisch. Und der Nep-Mann, das war halt eben der Spekulant. So, also man hat dann einfach hingenommen, dass eigentlich die ganze Versorgung
der Menschen mit Konsumgütern nur noch von irgendwelchen Privatmafiosi betrieben wird, die halt irgendwie das Getreide und, keine Ahnung, die Kleider und alles, was man sonst zum Leben braucht, halt auf dem Schwarzmarkt gewinnbringend halt irgendwie verchecken. Und, keine Ahnung, diese Nap-Männer haben sich halt wirklich aufgeführt wie, ja, wie Bourgeois, so. Die sind irgendwie mit teuren Autos durch die Städte gefahren, haben sich irgendwie mit Prostituierten umgeben, haben irgendwie in halblegalen Casinos irgendwie ihr Geld verzockt, so. Also den Arbeitern irgendwie richtig gezeigt, so, deine Revolution ist jetzt irgendwie vorbei, so. Also das war so ein gängiges Sprichwort, so, für dich ist jetzt nicht mehr 1918, so. Also haben den Arbeitern halt irgendwie wirklich plastisch dargestellt, dass sie hier irgendwie nicht mehr an der Macht sind. Und das Ganze hatte auch ideologische Auswirkungen. So, das Wichtigste davon ist die Theorie vom Sozialismus in einem Land. So. Und ich habe es irgendwie eingangs schon gesagt, so. Solange Lenin irgendwie am Leben war, war irgendwie die ganze Politik der Bolschewiki darauf ausgerichtet, die Weltrevolution irgendwie voranzutreiben. So, sie haben ihren Arbeiterstaat in Russland irgendwie nie als Erfolg des Sozialismus gesehen oder so, sondern sie haben einfach gesagt, wir halten hier die Stellung, bis die Revolution in den Ländern passiert, wo es irgendwie wirklich drauf ankommt oder so. Und das war natürlich eine extreme Belastung für die Bürokraten und Kleinbürger irgendwie in Russland. So, die wollten das nicht. Die wollten irgendwie Ruhe und Frieden haben, die wollten ihre Privilegien genießen, wie wir gesagt haben oder so, während Lenin halt irgendwie gesagt hat, ja, wenn es drauf ankommt, müssen wir die russische Revolution auch opfern, damit irgendwie die deutsche Revolution gewinnen kann, so. Also, sofort nach Lenins Tod, muss man halt irgendwie sagen, 1924 hat der Stalin so eine Broschüre geschrieben, die hieß Fragen des Leninismus, da hat er gemeint, ja, das war alles gar nicht so gemeint. Also da hat er dann sozusagen die Theorie entwickelt, der Sozialismus kann in einem Land aufgebaut werden und wir machen das jetzt. Und also das stand nicht alles in der Broschüre drin, sondern das hat sich sogar ein paar Jahre entwickelt, dass halt irgendwie die Haltung propagiert wurde, wenn die anderen Länder auch eine Revolution machen, dann ist es gut, aber uns geht's, also es ist nicht unsere Verantwortung sozusagen. Wir warten mal ab, was irgendwie in den anderen Ländern so passiert. So. Wie gesagt, es hat ein paar Jahre gedauert, diese theoretische Degeneration, aber 1936 war es irgendwie, keine Ahnung, da hat Stalin ein Interview gegeben, da war dann irgendwie die hochentwickelte Form davon. Da hat er so ein Interview mit so einem, mit dem Roy Howard gegeben, das war irgend so ein westlicher Journalist. Da hat er dann gesagt, die Idee, dass die Sowjetunion in anderen Ländern die Revolution will, ist ein tragikomisches Missverständnis. Da hat er gesagt, der Export der Revolution ist Unsinn, jedes Land wird seine eigene Revolution machen, wenn es will, und wenn es nicht will, dann gibt es eben keine Revolution. Und wenn man sich auf so eine schändliche Position irgendwie zurückgezogen hat, dann ist es auch kein Wunder, wenn man die Kommunistische Internationale auflöst, weil dann gibt es für die Kommunistische Internationale wirklich keinen Grund mehr zu existieren. Und das haben sie dann 1943 auch gemacht. Genau, aber jetzt haben wir gesagt, der Trotzki hat sich rauskristallisiert als Kämpfer gegen diese Tendenz. Trotzki hat halt argumentiert, was ich gerade auch schon argumentiert habe, dass die Degeneration des russischen Arbeiterstaats ein direktes Resultat der Isolation der russischen Revolution war. Und er hat halt gemeint, wir brauchen eine politische Revolution, um die Bürokratie zu stürzen und die sozialistischen Eigentumsverhältnisse zu retten. So. Und das, was hat das konkret bedeutet? Das hat bedeutet, man muss die Bürokraten aus den Sowjets vertreiben. Man muss die Sowjets wieder zu Organen machen, wo sich die Arbeiterklasse politisch ausdrücken kann. Und das bedeutet auch, man muss mit diesem Einparteiensystem irgendwie Schluss machen, sondern halt erlauben, dass irgendwie konträre Tendenzen sich in den Sowjets ausdrücken und irgendwie drum kämpfen, was irgendwie die richtige Linie ist. Gut. So, also die ganze Politik der Stalin-Führung hat halt irgendwie durchwegs Manövercharakter getragen, oder? Sie haben halt irgendwie aufgehört, ihre Politik auf Basis irgendwie des Marxismus zu machen, so, sondern sie haben halt irgendwie geschaut, wie kann ich irgendwie mein absolut unmittelbares Interesse irgendwie in der ganz gegebenen Situation befriedigen. So. Also nicht nur, wenn es irgendwie um die Bauern ging, da haben sie dann 1928 sich um 180 Grad gedreht, weil sie gemerkt haben, oh, wenn der Kapitalismus wieder eingeführt wird, dann geht es uns auch an den Kragen. Und haben die Bauern irgendwie zwangskollektiviert, hunderttausende Menschen getötet. Aber auch in der Außenpolitik. Und das war eigentlich noch schlimmer für die kommunistische Weltbewegung, weil da kommen die Sachen her, mit denen wir uns heute rumschlagen müssen, so zum Beispiel. Zum Beispiel, als 1933 der Faschismus in Deutschland gewonnen hat, aufgrund der falschen Politik, die sie davor gemacht haben, kann man auch in der Diskussion drauf eingehen, wenn es jemand interessiert, da haben sie sofort davon Abstand genommen, dass die Aufgabe der Kommunisten in Deutschland die Revolution ist. Da haben sie auf einmal gesagt, die Kommunisten in Deutschland haben die Aufgabe, eine Volksfront zu bilden. Und
Sie haben mit Absicht Volksfront gesagt, weil den Einheitsfrontbegriff gab es schon. Und der Einheitsfrontbegriff hätte sich darauf bezogen, dass man die Einheit der Arbeiterklasse herstellt. So, Sie haben mit Absicht gesagt, so, ihr dürft nicht die Interessen der Arbeiterklasse vertreten. Ihr müsst auf die Kleinbürger zugehen. Ihr müsst auf die Teile der Bourgeoisie zugehen, die Hitler auch blöd finden. Auf irgendwelche Christen, Liberalen, Pazifisten. Auf jeden Beliebigen, der Lust hat, Hitler zu stürzen, müsst ihr irgendwie zugehen und auf Basis eines Minimalkonsenses einen Kampf gegen Hitler anfangen. So. Dann war irgendwie die Spanische Revolution, Jahr 1936 bis 1938, wo, keine Ahnung, es war irgendwie ein revolutionärer Prozess, der ähnlich angefangen hat wie irgendwie der in Russland. Und da haben sie halt zum ersten Mal nicht nur so extrem ihre Linie kompromittiert wie davor in Deutschland, sondern da haben sie irgendwie direkt konterrevolutionär gehandelt. Da haben sie halt gesehen, wenn es irgendwie eine Belebung dieses weltrevolutionären Prozesses gibt, dann kann es auch eine Belebung der Arbeiterklasse in Russland geben und dann ist unsere soziale Position bedroht. Also was haben sie gemacht? Sie sind hingegangen und haben alle Trotzkisten irgendwie umgebracht, die sie irgendwie kriegen konnten. Sie haben irgendwie der spanischen Arbeiterklasse, die wirklich offen bereit war, den Kapitalismus zu stürzen und für den Sozialismus zu kämpfen, der haben sie gesagt, nee, dafür ist jetzt irgendwie nicht die Zeit, wir machen jetzt auch hier eine Volksfront, wir verteidigen jetzt die bürgerliche Demokratie, wo jeder die Freiheit hat, irgendwie unternehmerisch tätig zu sein und sein Privateigentum zu behalten und irgendwie reich zu werden. Das ist der Minimalkonsens, auf den wir uns einigen, um gegen die Faschisten vorzugehen. So. Das hat natürlich irgendwie nicht funktioniert, um die Leute irgendwie zu revolutionären Heldentaten zu mobilisieren, mit dem Ergebnis, dass der Faschismus in Spanien gewonnen hat. Und damit haben sie irgendwie nicht aufgehört, so, sondern 1939 haben sie dann angefangen, haben sie dann den Pakt mit Hitler geschlossen. So. Sie haben den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt geschlossen. So. Und das könnte man, also keine Ahnung, ein gesunder Arbeiterstaat könnte sowas unter Umständen auch machen, wenn es nur darum geht, dass man mit den Imperialisten halt irgendwie sagt, okay, wir greifen uns nicht gegenseitig an. Aber sie haben es in der Form eines kompletten politischen Ausverkaufs getan. Sie haben es nämlich in der Form getan, dass sie der ganzen kommunistischen Internationale gesagt haben, es soll aufhören, den deutschen Faschismus anzugreifen. Sie haben tausende Kommunisten, die vor dem Faschismus in die Sowjetunion geflohen waren, zurück nach Deutschland geschickt, als ihr Zeichen des guten Willens den Faschisten gegenüber und so weiter. Und 1940 haben sie in der Zeitung gelesen, dass der Trotzki dabei ist, eine Biografie über Stalin zu schreiben. Und, das hat, und keine Ahnung, dafür haben sie den Trotzki dann hinrichten lassen. So. Gut, so viel dazu. Genau, und dann hat sich eben, ich muss es halt sagen, sorry wegen der Zeit, aber es hat sich dann halt eben dieses Gesellschaftssystem, es hat halt metastasiert über die Welt. Es hat halt Ableger gebildet. So. Zuerst irgendwie in China, wo halt ein Bauernkrieg unter Führung von Stalinisten geführt wurde, also unter Führung von Mao Zedong, also der sich von vornherein irgendwie am Stalinismus in Russland orientiert hat und halt gesagt hat, so ein Regime will ich auch aufbauen, so. Und in den folgenden Jahren eben auch in Osteuropa, in den ganzen Gebieten, die Rote Armee halt irgendwie unter Kontrolle hatte, so. Also auch hierzu gerne Wortmeldungen zu diesen Ostblockstaaten, mir rennt wirklich die Zeit davon. Aber der Punkt ist, all diese deformierten Arbeiterstaaten, wie Ted Grant sie genannt hat, die waren halt nicht so wie in Russland, halt die Zombies einer genuinen Revolution so, sondern sie waren halt von vornherein der Arbeiterklasse aufgezwungen. So. Also Ostdeutschland ist vielleicht wirklich ein gutes Beispiel, so, oder? Also zuerst haben sie einen rassistischen Krieg gegen Deutschland geführt, so. Sie haben komplett mit dem Internationalismus gebrochen. Sie haben sich null mit der deutschen Arbeiterklasse verbündet, sondern sie haben zu ihren Soldaten gesagt, tötet den Deutschen. Der Deutsche hat Leid und Schrecken über unser Land gebracht. Wir zahlen ihm das Zehnfach heim. Dann sind sie dahin gekommen, haben millionenfach deutsche Frauen vergewaltigt, haben ein diktatorisches Besatzungsregime aufgebaut. Die ganzen Ansätze zur proletarischen Revolution, die es irgendwie gab, haben sie alle irgendwie mit Gefängnisstrafen irgendwie, haben sie alle extrem repressiv halt beseitigt und sich der Arbeiterklasse in diesen Ländern gegenüber halt als Feind und nicht als Verbündeter verhalten. So. Und so kam es irgendwie zur Einrichtung des Stalinismus in Osteuropa. Jetzt ist aber wirklich Schluss mit dieser Russland-Geschichte. Jetzt kommen wir zu Österreich und zu seinem Stalinismus. Und da kann man 1944 anfangen, weil da hat die KPÖ-Führung ein Manifest über die Wiedergeburt Österreichs irgendwie rausgegeben. Und da haben sie eben genau diese Volksfrontpolitik halt verteidigt, oder? Da haben sie gesagt, sie sind, Zitat, bereit und entschlossen, gemeinsam und in freundschaftlicher Zusammenarbeit mit den österreichischen Katholiken, Demokraten und Sozialdemokraten ihre ganze Kraft für die Befreiung und politisch-moralische Wiedergeburt einzusetzen. Also lauter so
lauter so Geschwafel, kein Wort über Sozialismus. So, sie haben irgendwie in diesem Programm das Recht auf Eigentum betont, das Recht auf Religionsausübung und sind halt, haben sich halt real irgendwie rechts von der Sozialdemokratie positioniert. Genauso hat es irgendwie die KPD Deutschland gemacht. Die hat auch irgendwie kein Wort darüber gesagt, dass der Sozialismus jetzt irgendwie notwendig ist, sondern sie haben halt irgendwie gesagt, ja, wir brauchen jetzt eine antifaschistisch-demokratische Umwälzung. So. Und so hat sich eben diese Volksfront-Theorie weiterentwickelt zu so einer, also wir sagen Etappentheorie dazu, wo sie halt irgendwie gesagt haben, ja, Sozialismus kann man in der Zukunft vielleicht noch machen, aber erstmal braucht man eine volksdemokratische Zwischenetappe, wo halt irgendwie alle fortschrittlichen Teile der Gesellschaft, also nicht nur die Arbeiterklasse, sondern auch eben die Kleinbürger und die nicht monopolistischen Bourgeois, alle zusammenarbeiten, um so eine richtig schöne, bequeme, menschenfreundliche, bürgerliche Demokratie zu machen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir weitergehen zum Sozialismus. Und das braucht man ja nicht zu erklären, warum das irgendwie ein Bruch mit dem Marxismus ist. So, weil, also keine Ahnung, so eine Gesellschaftsform ist einfach komplett utopisch, hat es noch nie gegeben, wird es auch nie geben. So, und keine Ahnung, aber mit dieser politischen Perspektive haben die kommunistischen Parteien sich halt wirkungslos und nutzlos gemacht für die Arbeiterklasse, endgültig. Und sie haben das dann aber tatsächlich irgendwie das ganze 20. Jahrhundert so durchgezogen mit dieser unerfüllbaren Perspektive dieser Zwischenetappe. Irgendwie schlagend ist es irgendwie in Frankreich geworden 1968, wo es irgendwie eine revolutionäre Situation gegeben hat, wo 10 Millionen Arbeiter einen wilden Generalstreik irgendwie gemacht haben und irgendwie über Monate das öffentliche Leben kontrolliert haben, haben sie halt auch gesagt, sie haben die Arbeiter im Grunde genommen halt nach Hause geschickt. Sie haben gesagt, wir haben jetzt irgendwie mit der Regierung verhandelt, die kriegt alle irgendwie 10-20% mehr Lohn, jetzt haben wir irgendwie unser Ziel erreicht, jetzt gehen wir wieder nach Hause. So. Aber Sozialismus haben sie gar nicht thematisiert als mögliches Ergebnis dieser Situation. Und sie haben auch sonst nie wieder auf der Welt die Frage der Arbeitermacht auch nur gestellt. So. Genau. Und es ist irgendwie wichtig, oder? Die Stalinisten haben in den Ländern, die sie kontrolliert haben, die Planwirtschaft eingeführt und irgendwie große soziale Errungenschaften irgendwie vollbracht. So, also sie haben in diesen Ländern die Arbeitslosigkeit und die Obdachlosigkeit abgeschafft. Sie haben irgendwie die besten Sozialstaaten aufgebaut, die es in der Geschichte gegeben hat, mit Bildung und Gesundheit und allem irgendwie für alle. Und wir finden das alles gut. Aber letztendlich sieht man in dieser Geschichte vor allem, dass die Stalinisten diese Errungenschaften nicht erhalten konnten, weil sie unfähig sind, die Arbeiterklasse dafür zu mobilisieren. So, man hat irgendwie vor allem daran gesehen, wenn das System von Befehl und Gehorsam, das der Stalinismus halt einrichtet, sobald es nicht mehr funktioniert, löst er sich in Luft auf. So, also es hat sich 1990 halt gezeigt, dieses System hat ausschließlich auf Waffengewalt beruht und hat überhaupt keine politische Verwurzelung irgendwie in der Gesellschaft so. Und sobald die Gesellschaft sich von dieser Waffengewalt halt nicht mehr einschüchtern lässt, bricht es zusammen wie ein Kartenhaus. Also auch wenn jetzt Stalinisten sagen, in der Sowjetunion, in der DDR oder in Kuba gab es irgendwie so viele soziale Errungenschaften, dann muss man denen halt direkt antworten, deine Strömung ist der Grund dafür, dass es die nicht mehr gibt. So. Also diese Leute sind schuld an ihrer Konterrevolution. Das ist massiv irgendwie zentral und wichtig irgendwie zu verstehen. So. Und Trotzki hat es irgendwie von Anfang an gesagt, die Bürokratie als parasitäre, überflüssige soziale Schicht im Arbeiterstaat und die Planwirtschaft können auf Dauer nicht koexistieren. Eins von beidem muss sich durchsetzen. Entweder die Gesellschaft befreit sich von der Bürokratie oder die Bürokratie schafft irgendwann die Planwirtschaft ab, weil sie merkt, ihre privilegierte Stellung kann sie am besten ausbauen, wenn sie halt den Kapitalismus wieder einführt und sich als kapitalistische Mafia betätigt. So. Und das Zweite ist halt letztendlich passiert so. Gut, Stalinismus heute. Und keine Ahnung, es gibt heute verschiedene Abfallprodukte und Variationen des Stalinismus, oder? Aber diese Variationen sind eigentlich nicht so wichtig. Also es gibt irgendwie extrem linksradikale Sektierer, die irgendwie, die sich auf Mao berufen und irgendwie in Deutschland irgendwie einen Bürgerkrieg anzetteln wollen und vielleicht irgendwie schon geheime Waffenlager dafür aufbauen, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, zumindest würden sie das gern oder so. Oder es gibt extrem fade Leute, die halt gar nicht irgendwie von den Sozialdemokraten zu unterscheiden sind, so wie die CPUSA, die KP in Frankreich und Spanien und so weiter. Und sogar solche, die eigentlich nur auf den Namen tragen und halt wirklich
genuin sozialdemokratische Parteien geworden sind, so wie die KPÖ. Aber diese ganze oberflächliche Variation ist nicht so wichtig, weil diese ganzen Leute sind vereint irgendwie durch den politischen Kern des Stalinismus. Und ich will es irgendwie, und ich glaube, man kann das an zwei Sachen festmachen, nämlich erstens absoluter revolutionärer Pessimismus, so. Also die leugnen alle, dass die Arbeiterklasse den Kapitalismus stürzen kann. Selbst diese Maoisten, die irgendwie so voll auf revolutionären Kampf tun, wollen sich in Wahrheit nur selber für die Arbeiterklasse substituieren und halt mit einer Bürgerkriegsarmee den Kapitalismus stürzen, anstatt zu glauben, dass die Arbeiterklasse wirklich ganz alleine Räte bilden und die Wirtschaft übernehmen und auf dieser Basis einen neuen Staatsapparat aufbauen kann, so. Und keine Ahnung, die Reformistischen halt erst recht so. Und auch wenn sie irgendwie die Möglichkeit der Revolution theoretisch akzeptieren, leugnen sie halt immer noch, dass es eine Tagesaufgabe ist, dass es sich in unserer Lebzeit vollziehen kann und dass es nicht irgendwelche dringenderen Aufgaben gibt, wie die Verhinderung einer FPÖ-Regierung, eines NATO-Beitritts und so weiter. So. Also Stalinisten können sich alle easy als Revolutionäre bezeichnen, ohne in ihrem ganzen politischen Leben jemals einen Finger für die Revolution zu rühren. So. Das ist das eine. Und das andere ist der Patriotismus, dass man Politik grundsätzlich im nationalen Rahmen betrachtet. Und das ist natürlich das direkte Vermächtnis der Theorie vom Sozialismus in einem Land, oder? Die KPÖ sieht sich als Verteidigerin der österreichischen Neutralität. Die KKÖ, also die stalinistische Partei in Griechenland, sieht ihre Aufgabe darin, die Mitarbeit von Griechenland in der NATO zu sabotieren. 1980 hat sich die KPÖ ein Programm gegeben, das heißt Sozialismus in Österreichs Farben. Also, keine Ahnung, rote Fahne, aber mit Kapitulation gut. 1952 hat sich die KP Großbritanniens auch ein Programm gegeben, das heißt halt The British Road to Socialism. Und keine Ahnung, das ist wirklich irgendwie verwurzelt bei diesen Leuten, oder? 1980 hat die KPÖ in ihr Programm geschrieben, sie sieht als ihre Hauptaufgabe jetzt erstmal nicht die Verstaatlichung der multinationalen Konzerne so, sondern die Zurückdrängung ihres Einflusses auf die österreichische Wirtschaft so. Und das, keine Ahnung, es ist einfach so bezeichnend für diesen ganzen veralteten linksreformistischen Ausdruck dieser Leute so. Und was bei der KPÖ halt noch hinzukommt, so, sie haben diesen Staat mit aufgebaut. Sie haben diesen Staat mit aufgebaut, indem sie die Volksfrontpolitik wirklich vorbildlich irgendwie durchgezogen haben, oder? Sie sind in diese Drei-Parteien-Regierung gegangen mit SPÖ und ÖVP, haben eigentlich gar nie die ÖVP konfrontiert in dieser Staatsgründungszeit, sondern waren immer richtig stolz darauf, wie gut sie mit der zusammenarbeiten, haben für die den Aufbau des Polizeiapparates übernommen und sich dann gewundert, dass sie 1950 in der Streikwelle halt zusammengeschlagen wurden, so wortwörtlich so. Genau, aber sie haben gar nichts daraus gelernt. Sie sind immer noch mega stolz darauf, dass sie diesen Staat aufgebaut haben, dass sie diese neutrale Position Österreichs mitbegründet haben und wollen das jetzt irgendwie verteidigen. Und das bringt sie in die verrücktesten Situationen, wenn sie jetzt in der Situation der sich immer weiter zuspitzenden imperialistischen Konflikte an diesem Fetisch der Neutralität halt irgendwie festhalten. So, jetzt sieht man es halt, oder? Die können sich nicht vorstellen, dass ein Krieg durch Revolution endet. Die fordern Waffenstillstände, die fordern Neutralität, die fordern die Zwei-Staaten-Lösung für Palästina, die fordern, dass sich Leute an den Tisch setzen miteinander, genau wie sie sich damals mit der ÖVP an einen Tisch gesetzt haben und wie sich Stalin mit den Alliierten an einen Tisch gesetzt hat. Das muss doch irgendwie gehen, denken die sich. Genau, also man sieht an all dem, dass der Stalinismus sich eigentlich vom sozialdemokratischen Reformismus gar nicht unterscheidet. So. Aber warum existiert er dann eigentlich noch so? Also einerseits hat er natürlich irgendwie diese Tradition, also keine Ahnung, die KP Frankreichs oder so, die war einfach lange Zeit die wichtige reformistische Partei in Frankreich oder so, oder die kommunistische Partei in Griechenland war einfach immer die einzige Arbeiterpartei, die halt irgendwie ernsthaft irgendwie Kämpfe führt oder so. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass gerade in Zeiten der Radikalisierung, genau in Zeiten, wo sich der Klassenkampf zuspitzt, so wie auch jetzt, in solchen Zeiten kann natürlich der Stalinismus auf radikalisierte Jugendliche halt eine Anziehungskraft ausüben, weil er eben das Erbe der Oktoberrevolution für sich beansprucht. So. Also seit Jahrzehnten greifen die Bürgerlichen den Stalinismus tollwütig an und es lässt ihn einfach für Leute sympathisch erscheinen, die irgendwie sich frisch politisieren und irgendwie gegen dieses System sind. So. Bei mir war das auch so, oder? Also ich wurde irgendwie von Kindheit an mit wütender Hetze gegen die DDR irgendwie vollgepumpt. So. Und als ich dann irgendwie gegen dieses System sein wollte, habe ich mich halt
sofort mit der DDR identifiziert, weil das halt klar ist, wenn man jung ist und irgendwie die Welt in einfachen Schablonen halt irgendwie sieht. So. Das kann man niemandem verübeln. So. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die KJÖ öffentlich auftritt, so, die sagen halt, sie wollen den Kapitalismus bekämpfen, treten kämpferisch auf. So. Also es ist niemandem zu verübeln, dass er da erstmal drauf reinfällt, sozusagen. Aber was sagt die KJÖ dann wirklich? Ich habe da ein paar Sachen aus ihren Grundsatzdokumenten halt rauskopiert. Sie sagen, die Revolution steht heute nicht auf der Tagesordnung, die Lage für die kommunistische Weltbewegung ist eine besonders schwere, so, was sagen wir, sie ist eine besonders gute, so. Was sagen sie noch? Sie sagen, da in den höchst entwickelten kapitalistischen Gesellschaften revolutionäre Brüche nicht auf der Tagesordnung stehen, kommt wohl dem Reformkampf in der Gegenwart ein höherer Stellenwert zu als in den vergangenen Perioden so. Also was sagen wir? Dieses System ist so am Ende, dass für die Bourgeoisie keinerlei Zugeständnisse mehr möglich sind. So, der Reformismus ist komplett bankrott. Es ist auf diesem Weg gar keine Verbesserung mehr zu erwarten. Die sagen, genau jetzt muss man das versuchen, weil alles andere so hoffnungslos ist. So, was sagen Sie noch? Unter heutigen Verhältnissen ist eine weltweite Abrüstung eine zentrale Grundbedingung für die Möglichkeit von umfassenden sozialistischen Umbrüchen. Was heißt es? Man kann erst eine Revolution machen, wenn die Bourgeoisie freiwillig ihre Atomwaffen aufgegeben hat. So, diese Leute nennen sich revolutionär. Dann sagen Sie noch, die bürgerliche Staatsmacht zu brechen und die revolutionären Errungenschaften nach innen und außen zu verteidigen, wird auch in Zukunft notwendiger Bestandteil revolutionärer Umbrüche sein. So. Und das sind Stalinisten, was meinen sie damit? Das ist halt eine kodierte Botschaft, in der sie sagen, sie finden halt die Gewalt des Stalinismus gut. Und das ist halt der Höhepunkt. Oder sie sagen, Revolution ist unmöglich, aber wenn, dann kann man es schon mit Gewalt machen. So. Was sagen sie? Sie beziehen sich nicht auf die Oktoberrevolution, aber aufs Gulag. So. Oder es ist wirklich so. Und das bringt eben die Essenz dieser Leute wirklich auf den Punkt so. Sie wollen keine Revolution machen, aber sie wollen die Jugendlichen bei ihren primitivsten Rachegelüsten gegen die Bourgeoisie packen. So. Und so holen sie wie alle Bürokraten eben immer das Schlechteste aus den Leuten raus. Okay, habe ich mich jetzt reingesteigert, I'm sorry. Aber es ist wirklich so. Der Marxismus-Leninismus, in Anführungszeichen der KJÖ, spielt objektiv dieselbe Rolle wie der radikale Austromarxismus der SJ in den frühen 2000ern, oder? Er macht Leute, die den Kapitalismus stürzen wollen, zu absolut ungefährlichen Reformisten. So, sie tun auf radikal, aber sie sagen keine einzige Sache, die für die Bourgeoisie gefährlich ist. Gut. Und ich hoffe, ihr habt alle schon das Manifest der Revolutionären Kommunistischen Internationale gelesen. Die, die es noch nicht gelesen haben, sollten das hier käuflich erwerben. Oder wenn Sie Schmarotzer sein wollen, können Sie es auch im Internet durchlesen. Und es steht halt irgendwie drin, es ist an der Zeit, in der Bewegung eine ehrliche Diskussion über die Vergangenheit zu eröffnen, um endlich mit den letzten Überbleibseln des Stalinismus zu brechen. Und wir haben das jetzt ausführlich betrachtet, hoffentlich, was irgendwie mit diesen Überbleibseln gemeint ist. Oder wir haben es mit einer kommunistischen Bewegung zu tun, die völlig planlos ist, wenn es um die Frage geht, wie man zum Kommunismus kommen soll. Millionen Leute auf der ganzen Welt wollen Kommunisten sein, haben aber mit der Perspektive der Revolution völlig gebrochen oder sie haben zumindest keine Führung, die sie ihnen irgendwie zeigen kann. So. Millionen Leute halten sich für Marxisten, aber haben für den realen Marxismus nur Verachtung übrig, weil sie immer noch an die antitrotzkistische Propaganda aus der Sowjetunion glauben. So. Also was sollen wir in der Situation machen? Wir haben eine Sache, die uns eben diesen Leuten gegenüber einen entscheidenden Vorteil verschafft. So, wir haben nämlich die Ideen des Bolschewismus. So. Wir haben immer gesagt, dass wir anderen Organisationen überlegen sind. So. Aber jetzt, wo Millionen von Jugendlichen auf der Welt wirklich anfangen, sich spontan zu radikalisieren und nach einer kommunistischen Antwort suchen, sind wir halt in der Lage, in der Realität unsere Überlegenheit zu beweisen. So. Und man sieht es halt daran, dass diese ganzen stalinistischen Parteien in jeder Frage, die diese Situation aufwirft, zielsicher das Falsche sagen. So. Teilweise fordern sie sogar Waffenlieferungen für die Ukraine. Auf der anderen Seite fordern sie den Sieg Russlands in der Ukraine. Teilweise unterstützen sie irgendwie Massaker an streikenden Bergarbeitern wie die südafrikanische kommunistische Partei oder so. Und keine Ahnung, wenn es um Gaza geht, dann ist das Beste, was ihnen einfällt, halt irgendwie die Zwei-Staaten-Lösung oder ein Friedensvertrag oder so, was natürlich niemandem, der jetzt in Gaza obdachlos ist, wieder ein Dach über dem Kopf zurückgeben kann. Aber soweit wollen sie gar nicht denken. Und dann bilden sie ihre internationalen Dachverbände und spalten sich, weil sie keinen Konsens zur Ukraine finden können. Gut, ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr. 2-3 Sätze noch.
Wir warten nicht einfach nur darauf, dass uns die Ereignisse recht geben. Wir werfen diesen Parteien aktiv einen Fehdeschuh hin. So, wir bereiten uns aktiv darauf vor, denen das Banner des Kommunismus zu entreißen. Und zwar wie? Wir gründen die Revolutionäre Kommunistische Internationale und die revolutionären kommunistischen Parteien auf der ganzen Welt. Und zwar nicht nur, damit die radikalisierte Jugend, die den Kommunismus will, weiß, wohin sie sich wenden muss, sondern auch, um nach nahezu endlich einem Jahrhundert endlich Schluss damit zu machen, dass diese Verräter das Monopol auf diesen Namen haben. So. Die RKI wird die Organisation der kämpferischsten, besten Teile der Jugend- und Arbeiterklasse sein. Die Stalinisten werden sich mit den schmutzigsten Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, dagegen wehren. Sie werden einen harten Kampf gegen uns führen. Und diese Diskussion wird hoffentlich dazu beitragen, dass wir diesen Kampf gewinnen. Dankeschön.